Grüße euch zum Männermonatsorakel Februar 2017. Wir haben Faschingszeit. Deswegen habe ich uns hier so den Cowboy-Revolver als Deko mit hinzugebracht. Der ist aber wirklich nur Deko. Acht Schuss. Und für alle die, die es erst mal einschalten, wir haben drei Steine zur Auswahl. Bei der ersten hätten wir hier den Bergkristall. Der zweiten haben wir den Zitrin. Und bei der dritten Legung haben wir den Onyx. Ist jetzt ein bisschen im Dunkeln. Schieben wir hier ein bisschen in die weiße Fläche hinein. Und ja, diesmal sind wir drei Krafttierkarten aus dem Schamanischen herausgefallen. Und beginnen wir mit der spirituellen Geldbewusstseinskarte von Thorsten Weiß. Ich bin offen für das Empfangen. Der Grad deiner Offenheit bestimmt, wie leicht du die Mannigfaltigkeit des Überflusses empfängst. Je offener du auch die subtile Geschenke empfängst und sie dankbar annimmst, desto mehr werden sich dein Universum, dein Alltagsleben und dein Energiefeld daran gewöhnen, dass das Empfangen jetzt zu dir gehört. Lehne also nicht aus irgendeiner alten Konditionierung heraus Dinge ab, die dir zufließen, sondern öffne dich für das Empfangen. Okay. Machen wir mit den Krafttierkarten weiter. Die erste wäre der Feuersalamander. Er steht für Transformationsschritt vor der Verwandlung. Alte Anbindungen hindern dich, deine nächsten Schritte zu tun. Löse dich jetzt von Alten, dem Vergangenen und lasse es vollständig hinter dir. Die Affirmation: Indem ich das Vergangene zur Transformation loslasse, trete ich in meinen neuen Entwicklungszyklus ein. Zweite Krafttierkarte wäre hier Rabe oder auch die Krähe. Es steht für die Seelenbotschaft. Für dich liegt eine wichtige Botschaft von einer anderen Seele bereit. Öffne dich für ihre vielleicht ungewöhnliche Vermittlung. Affirmation: Ich öffne mich für die wohlgesinnte, lichtvolle Botschaft, die mir jetzt von der geistigen Welt zur Verfügung gestellt wird. Und die dritte Krafttierkarte ist hier der Star. Er steht für emotionale Vielfalt. Es steht jetzt für dich an, die Vielfalt deiner emotionalen Facetten zu entdecken. Offenbare dir deine vielfältigen Möglichkeiten durch Mitgefühl, Vertrauen und eine klare und liebevolle Kommunikation. Ich begrüße die sich in mir neu entfaltete emotionale Dualität als neues Mosaiksteinchen meines ganzheitlichen Selbst.
für das Allgemeine habe ich hier jetzt die Aleister Crowley-Karten ausgewählt. Und bei der ersten Legung, also ich beginne hier jetzt mit dem, für alle die, die sich hier für den Bergkristall entschieden haben. Peng, peng. Und hier wäre die erste Karte. Das Äon. Die Trumpfkarte. Allgemein. Auf der höchsten Ebene hat Trumpf 20 mit der Zeit und den Wandlungen durch Zeit zu tun. Somit sind nicht nur Ende und Zerstörung, sondern auch Hoffnung, Erlösung und Befreiung angesprochen. Wo die traditionelle Karte das ergreifende Erlebnis der Auferstehung und der Befreiung dessen, was zuvor verschüttet oder gefangen war, anzeigt. Geht es hier mehr um das Neue, das Zukünftige, um das Verwirklichen von Utopia, das dabei die spirituelle Erfahrungsebene von großer Bedeutung ist, zeigt uns die luzide Figur im Vordergrund, der gegenüber der manifeste ältere Horus zurücktreten muss. Damit hat die Karte eine durch und durch beglückende Bedeutung. Sie zeigt den entscheidenden Schritt zur Selbstwerdung, den fortwährenden Prozess alchemistischer Wandlung, der aus dem Niederen das Höhere entstehen lässt. Okay, und die zweite Karte für das Allgemeine. Hier haben wir die zwei Kelche, die Liebe. Energetisch bedeutet die zwei die Polarisierung der ungeformten Urströme der Asse. Im Bereich der Gefühle, Kelche, handelt es sich um die Anziehungskraft zwischen Mann und Frau. Die androgene Seele Ass hat sich in der Außenwelt gespalten und die beiden Teile streben nun wieder nach Vereinigung. Deshalb ist erotische Anziehung nicht nur sexueller, sondern vor allem spiritueller Natur, denn sie beinhaltet die Suche nach dem verlorenen Teil. Und im Beruflichen, hier haben wir den Kaiser. Im beruflichen Umfeld zeigt der Kaiser an, dass wir unseren Realitätssinn schärfen und pragmatisch vorgehen. In dieser Zeit bekommt ein bis dahin vielleicht chaotisches Konzept Struktur und Transparenz. Wünsche und Pläne gewinnen mehr und mehr an Gehalt und können nach kritischer Prüfung verwirklicht werden. Der Herrscher bedeutet klare Konzepte, Disziplin, Beharrlichkeit, Entschlossenheit und den Willen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Er kann aber auch über deren Übertreibungen in Form von Starrheit, Leblosigkeit, Perfektionismus, Herrschsucht und eiserner Machtentfaltung hindeuten. Und die Amors Botschaft. Umarmung. Du hast dein perfektes Gegenstück gefunden.
Na, das wünsche ich dir, dass du hier dein Puzzleteilchen gefunden hast. Und hier haben wir die Sexualität. Dein sexuelles Selbst braucht ein wenig Aufmerksamkeit. Wenn du diese Karte ziehst, bist du aufgefordert, dich mit deiner Sexualität ehrlich auseinanderzusetzen und entsprechende Schritte zu unternehmen. Sexualität ist ein wichtiger Teil des Lebens, nicht nur unser physisches Selbst, sondern auch für unser emotionales und spirituelles Selbst. Die Feen verstehen die einzigartige Freude, die aus dem sexuellen Erleben erblüht. Sie wissen um das göttliche Licht, das entsteht, wenn du mit einem geliebten Partner verschmilzt. Sie kennen das tiefe Gefühl der Entspannung, die das Resultat einer befriedigenden sexuellen Begegnung ist. Durch diese Karte wirst du aufgefordert, alle sexuellen Probleme, die durch negative Erfahrungen entstanden sein mögen, zu heilen. Falls du jemals sexuell missbraucht worden bist, kann diese Karte ein Hilferuf deines inneren Selbst signalisieren. Vielleicht wirst du dahin geführt, professionelle Beratung oder eine Selbsthilfegruppe zu suchen, um negative sexuelle Themen oder solche, die mit deinem Körperbild zu tun haben, zu überwinden oder um eine sexuell unbefriedigte Beziehung zu heilen. Die Feen werden dich entsprechend leiten, damit du wirklich frei wirst, die dynamischen Aspekte deiner Sexualität zu erleben. Affirmation: Mein sexuelles Selbst ist attraktiv, gesund, fähig, sinnliche Wonne zu genießen. Hey. Also wenn ich mir so die vorausgegangenen Karten anschaue, denke ich, dass du hier deinen Schatz endlich in den Arm nehmen kannst, ne? Vielleicht hast du das endlich geschafft. Auch hier, ne, haben wir die Bindung. Wahre Verbindlichkeit bedeutet, sich mit Herz und Kopf verantwortlich zu fühlen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, diese Art von Bindung einzugehen. Partnerschaftliche Bindungen, die jetzt geknüpft werden, sind harmonisch und kraftvoll. Diese Karte steht auch für die natürliche Entwicklung einer Beziehung von ihren Anfängen bis zur wirklichen oder symbolischen Vermählung. Das Mindeste wird dabei ein Versprechen von jedweder Erfüllung sein. Sei dir jedoch bewusst, dass für eine Art von Verpflichtung du eingehst und welche Verantwortung du damit übernimmst. Andere haben zu diesem Zeitpunkt eine größere Bereitschaft, Partnerschaften einzugehen. Denke daran, dass deine Partnerschaft mit dem göttlichen Prinzip und deinem eigenen höchsten Selbst das höchste Selbst in einem anderen Menschen anspricht. Oh, das Glückskind der Woche. Und dein Engel? Spüre die Kraft der Engel und lasse dich von ihr tragen. Kommen wir zu allen, die den Zitrin gewählt haben zur zweiten Legung. Hier haben wir das Ass der Schwerter. Energetisch stellt die Karte die Grundlage des Denkens oder den Ursprung der Gedanken dar.
Was wir in der Religionsphilosophie als Geist Gottes umschreiben oder mit Platos Worten als die Idee der Welt bezeichnet, die formative Welt bzw. die Welt der Strukturen hinter der Materie, Yetziara. Sie steht für die Geschichte von der menschlichen Entwicklung, die mit der Geburt des Intellekts beim Ass beginnt und in der Zehn der Schwerter endet, der Karte der Untergang. Auf der inneren Ebene ist das Schwert Ass ein Symbol der anerkennenden Kraft, die aus dem unüberschaubaren Meer des Unfassbaren einen Ausschnitt des Sichtbaren herauszirkelt, den wir bewusst ausmessen und mit dem Verstand ausloten können, ohne diesen denkerischen Zuschnitt, der uns die Bilder festhalten lässt, sozusagen die Schätze aus dem Meer des Unbewussten an Land zieht, wäre jede Erfahrung verloren, weil sie sogleich wieder in der unfassbaren Wirklichkeit des Ewigen versenke. Ohne diese Bündelung von Erfahrungen, die wir miteinander vergleichen, wäre keine menschliche Entwicklung denkbar. Bisschen schwierig, gell? Wir haben hier noch im Beruflichen die drei Schwerter. Im beruflichen Erleben kann dies bedeuten, dass wir gekränkt oder verletzt werden und schmerzvolle Erfahrungen machen, die vom Misserfolg bis zu einer Kündigung reichen können. Ändern lässt sich daran wohl kaum noch etwas. Alles, was wir tun können, ist zu begreifen, was uns diese bedrückende Erfahrung gebracht hat, um eine unnötige Wiederholung zu vermeiden. Der häufigste Grund ist dabei ein zu kalter, berechnend und einseitig eingesetzter Verstand. Vielleicht ist es aber auch so, dass du normalerweise auf dem Bau arbeitest, ja, und jetzt einfach der Durchbruch kommt und du gesagt bekommst, hey, ab März geht's hier wieder los, ja, und brauchst hier jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken, wenn es jetzt hier vielleicht noch ein bisschen kalt ist. Ich würde dir definitiv sagen, dass sich das in der nächsten Zeit auch definitiv ändert. Und vielleicht ist einfach die Auftragslage noch nicht da, dass man hier, es ist auch eisig kalt, ja. Und da kann man noch nicht wirklich draußen was arbeiten, ne? Okay. Kommen wir zu Amors Botschaft. Heilige Vereinigung, hüte deine Beziehung wie einen Schatz. Und hier haben wir Ferien. Na, auch toll. Ne? Vielleicht bist du auch eher ein Workaholic und hast hier jetzt noch ein bisschen Ferien. Hast du die Ferien genommen, weil du hier über die Feiertage durchgearbeitet hast? Ist gut möglich, ne? Du brauchst eine Unterbrechung deiner anstrengenden Alltagsroutine. Diese Karte fordert dich dringend auf, dir Zeit für dich selbst zu nehmen, damit du dich ausruhen und neue Kräfte sammeln kannst. Die Feen machen regelmäßig Ferien, um in weit entfernte Täler zu reisen. Sie kennen und schätzen den Wert eines Tapetenwechsels. Wenn du diese Karte gezogen hast, wird dir ausdrücklich ans Herz gelegt, dir die gleiche Erholung zu gönnen. Ferien müssen weder viel Zeit noch viel Geld kosten. Vielmehr bedeutet sie, sich vorübergehend von alltäglichen Sorgen und Forderungen frei zu machen. Selbst eine Nacht in einem Hotel in deiner Nähe kann heilsam sein, vor allem wenn du dein Handy zu Hause lässt.
Betrachte Ferien als eine Investition in dich selbst und deine Zukunft. Alle Lebewesen müssen sich hin und wieder ausruhen, um bestmöglich funktionieren zu können. Nach den Ferien wird deine Stimmung besser und deine Energie frischer sein. Du hast dann leichteren Zugang zu kreativen Ideen und dein positives Verhalten wird neue Menschen und gute Gelegenheiten in dein Leben ziehen. Zögere nicht, wenn es darum geht, Ferien zu machen und dir eine Pause zu gönnen. Schmiede gleich heute noch feste Pläne. Information: Ich gebe mir die Erlaubnis, regelmäßig Ruhepausen einzulegen und mich zu entspannen, weil ich weiß, dass ich glücklicher und produktiver bin, wenn ich neue Kräfte gesammelt habe. Und die Map-Karte, der Wunschbrunnen. Wow, super. Im Begehren liegt der heilige Drang nach Leben. Spüre das Verlangen, aber befreie dich von der Verhaftung an den Besitz. Das Verlangen ist unser wichtigster Impuls, Leben zu schaffen. Der Zusammenhang von Verlangen und Inspiration wird dir jetzt klar. Du kannst die Wahrheit in jedem Moment spüren, in dem du fühlst, wie neues Leben entsteht. Es ist ein Augenblick, in dem du ein Aha-Erlebnis hast, mit dem alles einen Sinn ergibt. Vielleicht begegnest du einer verwandten Seele, brütest eine Idee aus, oder erwartest ein Kind. Diese Karte soll dir die Gegenwart der verborgenen Kräfte, die einen Neubeginn ermöglichen, bewusst machen. Die göttliche Intelligenz berührt das Energiefeld des Möglichen, aus dem neues Leben auf magische Weise durch Mitschöpfertum entsteht. Weder du noch ein anderer kann wissen, auf welche Weise dies zustande kommt. Es geschieht einfach. Daher kannst du den Entwicklungsprozess auch nicht steuern. Vielmehr musst du den Weg für eine höhere Macht freimachen, damit sie durch dich wirkt. Gebe auch jedes Verhaftetsein an eine Vorstellung auf, wie oder wann das neue Erschaffene in die Welt zu treten hat. Lass dein inneres Ziel Form annehmen, wirf die Münze in den Wunschbrunnen und vertraue dem göttlichen Prinzip, mache dich auf erstaunliche Dinge gefasst. Und dein Engel für diesen Monat? Göttliches Licht und Himmelsmusik führen dich nach Hause. Kommen wir zur dritten Legung. Hier haben wir das Ass der Stäbe. Energetisch spricht die Karte der sich in der Materie manifestierenden uranfänglichen Energie des Göttlichen. Klammer Crowley. Die in der Formwelt eindringt. Es ist der Geist des Willens, der nach Verwirklichung im Leben strebt, der Geist der Blume, der sich im Samenkorn befindet, der göttliche Funken, der sich in jeder Form verbirgt. Es ist die Geburt der Dinge aus dem veränderlichen, vollkommenen, göttlichen Einen.
der Essenz des Feuers in ihrem ursprünglichen Ursprung. In der kabbalistischen Tradition ist es die Welt des reinen Geistes. Azilut, die Brücke zwischen Gott und Seele, Geist und Idee. Im Inneren erleben müssen wir die hektische Unruhe akzeptieren, die mit den äußeren Veränderungen und Umwälzungen einhergeht. Die innere Unrast entspricht einem schöpferischen Drang, den Rahmen zu sprengen, der für den erwachten Feuergeist zu eng geworden ist. Dabei ist die Karte häufig Hinweis auf ein zentrales Thema, das die Chance großer Selbstentfaltung bietet. Kommen wir zum Beruflichen. Frieden, die zwei Schwerter. Auf der beruflichen Ebene bringt die Polarisierung des Denkens Fortschritte dank kluger, ausgewogener Strategien. Die Karte kann für die Klärung bislang strittiger und widersprüchlicher Positionen stehen, für die Beilegung eines Konflikts oder für die bedachte und wohlbemessene Planung eines neuen Vorhabens. Sie zeigt, dass wir mit einer fairen Bewertung rechnen dürfen oder dass wir aufgefordert sind, andere ebenso zu behandeln und zu beurteilen. Auch die Beilegung von Differenzen, ne? Also wenn zwei Krieg miteinander haben, dass es hier erstmal zu einer Waffenruhe kommt, ne? Okay. Und Amos Botschaft: Überfülle. Eine große Liebe steht vor der Tür. Lass sie herein. Und hier haben wir körperlicher Ausdruck. Dein Körper möchte sich durch Bewegung ausdrücken. Höre auf deinen Körper und er wird dir sagen, nach welcher Art von Bewegung er verlangt. Dein physischer Körper besitzt seine eigene Lebenskraft und Intelligenz und er ist Teil desselben Elementarreichs wie die Feen. Er ist gleichzeitig kindlich und fordernd, wie auch reif und weise. Diese Karte weist dich auf die Weisheit deines Körpers hin und bittet dich, sein Bedürfnis nach Ausgleich und Bewegung zu erfüllen. Nimm dir einen Moment Zeit und frage deinen Körper, nach welcher Art von Bewegung er sich sehnt. Braucht er kräftiges Ausdauertraining, wie beispielsweise Jogging, oder lieber einen friedlichen Spaziergang in der Natur? Wünscht er sich sanfte Dehnübungen oder meditative Yogastellungen? Oder möchte er lieber ausgelassen zu anregender Musik tanzen? Lausche auf die Antwort deines Körpers. Verhalte dich entsprechend. Die Affirmation: Ich achte liebevoll auf die Bedürfnisse meines Körpers. Und hier haben wir die Schattenwelten. Du
Du kannst aus deiner Vergangenheit lernen und dir eine wunderbare Zukunft ausmalen. Leben aber musst du im Hier und Jetzt. Wenn deine Pläne zu hochfliegend sind, riskierst du, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Denn nur selten werden Gegenwart und Zukunft auf der magischen Landkarte deines Lebens völlig miteinander in Einklang sein. Die Zukunft ist in diesem Augenblick noch gehaltlos, obwohl du ein künftiges Ziel oder die Verwirklichung eines Traums bewusst ansteuerst. Und die Schritte, die du dafür in der Gegenwart unternimmst, von Bedeutung sind. Die Zukunft ist kein Ort, der jetzt eine Grundlage hat und an dem du verweilen kannst. Dasselbe gilt für die Nostalgie. Du magst voller Sehnsucht und Wehmut auf Vergangenes zurückblicken, dich an schöne Momente oder einstige Entwicklungsschritte erinnern. Aber du kannst dich in der Vergangenheit nicht wirklich aufhalten oder zurückgehen, um sie zu ändern, weil du das Geschehene bereust. Das Gestern ist für immer vorbei. In der Hinwendung zum Jetzt verwirklichst du ein größeres Potenzial. Alle hier im Umbruch, habe ich den Eindruck. Und dein Engel für diesen Monat, boah, die Engelstrompeten hier, na, ich kann es wieder nicht lesen. Entdecke das innere Licht, höre die innere Musik, sei du. Wenn du dich vielleicht auch von anderen bedroht fühlst, ja, dann ist das der Onyx auch ein Superstein, um sich zu schützen. Ja, auch der Turmalin. Und kannst du ja auch einen zulegen. Oder auch der Schneeflocken-Obsidian, allgemein Obsidian, schützt auch vor anderen Mächten. Aber wir gehen ja hier auch wieder erstmal auf den Vollmond zu. Ne? Der erste Vollmond in diesem Monat ist definitiv am 11. Februar. Das ist sehr wunderschön. Und vielleicht habt ihr eine Ja-Nein-Vielleicht-Frage. Ja? Mich interessieren immer die anderen Deutungen der Karten. Ich mische sie gerade und lege sie auch für euch aus. Wenn ihr noch nicht so weit seid, drückt bitte auf Pause. Ich löse auf. Ja. Oh, nein. Manifestation, deine Träume werden in Erfüllung gehen. Was haben wir hier? Oh, romantische Liebe, Amors Pfeil hat getroffen. Ich ziehe in letzter Zeit sehr oft dieselben Karten, fällt mir auf. Wow. Bin ich mal gespannt, was das so zu bedeuten hat. Ich hoffe, spätestens im nächsten Monat hat sich das Problem gelöst, dass man mich hier auch aus dem Mobilfunknetz bei meiner 0900er Nummer anrufen kann und eventuell
besorge ich mir auch eine Nummer für Österreich. Aber Schweiz ist mir jetzt definitiv die Gebühren zu hoch, muss ich euch wirklich gestehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Monat und ja, hoffe, dass eure Wünsche auch in Erfüllung gehen. Tschüss.